und auf die Abstände hinweisen sollt. Es ist ganz, ganz wichtig im Deutschland des Jahres 2022. Willkommen in der Demokratie, willkommen in der Freiheit. Jetzt kommt Dr. Katja Leyhausen. Ja, so eine Desinfektionsfee ist was ganz Tolles. Vielen Dank. So, also an die Behörden natürlich. Also ich erlaube mir noch, der Figur des demonstrierenden Verschwörungstheoretikers ein Gegenbild hinterher zu schicken. Und zwar das Bild von den Extremismusexperten selbst. Ich halte dieses Bild für realistischer, weil ich es nämlich aus den publizierten Forschungsergebnissen methodisch herausarbeiten kann. Alles, was ich sage und zitiere, ist belegt. Und auch, was ich schon gesagt habe. Aus empirischen Befragungen, so sagen die Experten, sei als Forschungsergebnis hervorgegangen, hört zu, wer gegen die Covid-Impfpflicht auf die Straße geht, will sich nicht impfen lassen. Nein! Nein! Ja. Wer Opposition auf der Straße macht, der wählt oft eine Oppositionspartei. Nein! Hört, hört! Die Experten geben also Selbstverständlichkeiten als Forschungsergebnisse aus. Wir bezahlen sie, wie gesagt. Für das, was schwierig ist, haben sie keine Zeit übrig und das erforschen sie auch nicht. Sie finden keine Zusammenhänge zwischen dem Extremismus und den Maßnahmenkritikern und deshalb konstruieren sie welche. Dafür überinterpretieren sie zeitliches und räumliches Zusammentreffen. Sie nehmen zum Beispiel den Mörder von Ida Oberstein, der vielleicht gar kein Extremist war, sondern psychisch krank. Mhm, danke. Dieser Mörder habe, also Sie verstehen ihn natürlich als Extremisten, und dieser Mörder habe, bevor er zur Tat schritt, die Webseiten von Autoren und Wissenschaftsblogs im Internet besucht. Ich nenne jetzt nur einen Namen, damit es nicht gefährlich wird, für diese Wissenschafts- und Autorenblogs. Also zum Beispiel den der Achse des Guten, den ihr sicherlich alle kennt. Und auch das Gefahrenpotenzial, was dort liegt. Die Autoren und die Leser dieser Webseiten, also Journalisten, Wissenschaftler, Familien, Hippies, Unternehmer, ihr erinnert euch, alle diese Leute werden auf einen Schlag zu potenziellen Mördern erklärt damit. So werden Kausal- und Sachzusammenhänge simuliert und die können immer noch unsinniger werden. Ich gebe noch eine Kostprobe. Die Impfgegner, also die radikalen, gefährlichen Impfgegner, die vom Immunsystem reden, die würden die menschliche Natur idealisieren. Das bedeutet Menschenfeindlichkeit. Impfgegner meinen, man dürfe sich nicht einmischen, wenn Menschen sterben, etwa an Corona. Das ist ein wörtliches Zitat. Sie lassen es geschehen, dass Menschen sterben und das bildet die Brücke zu völkischen Bewegungen und das heißt also zu rechtsradikaler Gesinnung. Wenn ich so etwas lese, dann verstehe ich schlagartig, warum sich diese Spezialisten Experten für Irreführung und Desinformation nennen. Aus solchen empirischen Umfragen und Theorien darüber, wie man zum Mörder wird, schlussfolgern sie, zwischen 25% und 30% der Bevölkerung tendierten in Deutschland zu Verschwörungstheorien und geschichtsrevisionistischen Aussagen, also wieder zu Rechtsextremismus. Und das ist wieder ein Appell an die Strafverfolgungsbehörden. Kaum muss man hinzufügen, wer diejenigen als völkische Extremisten bezeichnet, die von einem Immunsystem gegen Erkältungskrankheiten sprechen oder einem Wissenschaftsblog folgen, der verharmlost selbst den Nationalsozialismus. Wer öffentlich dazu aufruft, fast ein Drittel der Bevölkerung unter strafrechtliche Beobachtung zu stellen, der verbreitet selbst extremistisches Gedankengut. Wenn sich die Experten ihre Pseudo-Sachzusammenhänge ausdenken, dann verdrehen sie Ursache und Wirkung. Vor ein paar Wochen hieß es beispielsweise in einer Studie über die Impfgegner und ihre Demonstrationen, angeblich würden sie die Impfpflicht schon jetzt für die Mobilisierung von neuen Anhängern nutzen. Das ist besorgniserregend. Klar, weil die Gefahr von Demonstrationen besteht immer darin, dass sie größer werden, die Demonstrationen, nicht wahr?
Aber der Sache nach verdrehen die Experten hier Ursache und Wirkung. Sie unterstellen, dass die Impfgegner selbst an einer Impfpflicht interessiert sind, wie Spinatgegner bekanntlich an einer Spinatpflicht, weil sie dadurch neue Anhänger für ihren Spinatradikalismus anwerben können. Auch das weist wieder nur zurück auf die Kriminalisierungstechnik dieser angeblich gemeinnützigen und teuren Forschung. Denn es bedeutet, diese Experten, nicht die Demonstranten, behalten sich vor, jeden neuen gesellschaftlich-politischen Konflikt zu benutzen, um mobil zu machen gegen fast 30% der Bevölkerung. Zu erwähnen bleibt schließlich noch die Psychopathologisierung der Demonstranten. Sie erklären sie ja für verrückt. Nicht nur der Gesundheitsminister behauptet, für Impfgegner bedeute seine Impfpflicht eine psychische Erleichterung. Die Experten haben ihm dafür das Stichwort gegeben, denn sie meinen, durch eine Impfpflicht könnten die Impfgegner es dann auf den Staat schieben, wenn sie sich am Ende doch noch impfen lassen. Die Pflicht verschafft ihnen ein Gefühl von Freiheit und Entlastung, da sie doch selbst beim Gedanken an den kleinen Peaks unter lauter Zwangsvorstellungen leiden. Solche Anmaßungen geben mir den besten Aufschluss über die Qualität der gesamten Forschungsrichtung, die unplausiblen Sachzusammenhänge, die sich diese Forscher da zusammenreimen, können sie durch Psychologisierung in ihr Untersuchungsobjekt hineinprojizieren. Der Zusammenhang ist unsinnig, weil die Verschwörungstheoretiker nicht ganz bei Trost sind. Die Experten verbergen damit natürlich ihr eigenes Unvermögen. Auch die Kriminalisierung profitiert davon, denn wer psychische Probleme hat, den kann man schnell für unberechenbar und gefährlich erklären. Verhöhnen tun sie die Demonstranten sowieso. Am Gesundheitsminister und der großen Medienpräsenz sehen wir außerdem, die Experten finden für solche Realitätssimulationen immer einen Abnehmer. Je verrückter, je unzusammenhängender, desto eher finden sie jemanden, der ihnen das abkauft und nachplappert. So finanzieren sie sich. Diesen Forschungsaufwand genehmigen wir uns. Das lassen wir uns was kosten. Das Empörendste ist natürlich, dass mit all dem kein einziges Problem gelöst wird. Man muss sich nur vor Augen halten, was ein Bürgermeister, der samt Familie und Kindern tatsächlich von Extremisten bedroht wird, oder was die Opfer des NSU von dieser Art von Forschung haben, was sie ihnen nützt und was sie davon halten. Wir haben es schon bei Regierungsvirologen gesehen und verschiedenen anderen Experten. Auch diese teuren Extremismusforscher sind nicht in der Lage, einen Gegenstand wissenschaftlich einzugrenzen, relevante Fragestellungen zu formulieren und sie mit passender Methode zu untersuchen. Sie schüren nur eine paranoide Stimmung in der Bevölkerung. An die 30% sind gefährlich und böse. Und man erkennt die Bösen noch nicht mal. Denn sie treten ja als Familienhippies und Unternehmer in der Öffentlichkeit auf, als Wissenschaftler sogar. Alle sind verdächtig. Und mit dieser Stimmung, ich will es nochmal erwähnen, geht Deutschland gerade in einen Sanktionskrieg gegen den russischen Überfall. Man hat den Eindruck manchmal, in einen Krieg gegen alles Russische überhaupt. Wie gehen nun wir Demonstranten mit all dem um? Was können wir tun? Что делать? Heißt es auf Russisch. Wir sind ja Zeitgenossen. Ach ja, die Frage mit dem Stordjelat müssen wir natürlich auch Herrn Putin fragen, damit er uns mal eine Antwort darauf gibt, nicht wahr? Also darauf dränge ich natürlich an dieser Stelle schon. Wir sind Zeitgenossen dieser Extremismusforscher und auch manches Extremisten. Und da muss man aufpassen, dass man nicht in genau dieselben Muster verfällt. Das heißt, vom Standpunkt der Forschung aus, nicht, dass wir auch so auftreten, als wollten wir die ganze Welt retten und andere zu besseren Menschen erziehen. Ich will keine Bekenntnisse nachplappern und Symbole der allerbesten Absicht vor mir hertragen. Und ich will auch aufpassen, dass ich mich nicht selbst dauernd auf billige Weise über andere lustig mache oder in eine Dauerempörung verfalle. Es bringt nichts, mit grandiosem Alarmismus vor der großen Gefahr solcher Realitätssimulationen wie der des Verschwörungstheoretikers zu warnen. Drohungen verbieten sich erst recht, weil der Protest der Demonstranten gewaltfrei ist. Nun, die teuer bezahlte Realitätssimulation dient, besonders in Krisenzeiten, dazu,
die pluralistische Gesellschaft zu disziplinieren, zu kontrollieren. Deshalb muss ich an dieser Stelle noch etwas, zum Schluss, etwas über Antidisziplin sagen. Antidisziplin ist ein Konzept, das der französische Soziologe und Kulturphilosoph Michel de Certeau 1980 in seinem Buch über die Kunst des Handelns entwickelt hat. Certeau meint, wir sind Konsumenten. Wir sind Medienkonsumenten. Das stimmt. Aber Konsumenten sind nicht passiv. Dieses Vorurteil vom trägen, denkfaulen Zuschauer an den Bildschirmen auf dem Zwischengeschoss wird von der Medienindustrie selbst geschaffen. Die Medienproduzenten sind es, wie auch manche Universitätsprofessoren, die sich gerne in der Vorstellung wiegen, sie würden das Land informieren und bilden, sie würden ihre Adressaten erziehen und sie müssten es ihnen immer einfach machen, weil diese Menschen nur ihre tägliche Ration abgrasen wie eine Hammelherde, so sagt Certeau. Er entwirft ein ganz anderes Bild. Er vergleicht den Medienkonsum und den Konsum überhaupt mit der Kolonialisierung. Die Geschichte zeigt, dass die indigene Bevölkerung aus der jeweils neuen Kultur, der sie sich beugen musste, immer etwas anderes gemacht hat. Sie unterwanderte den Kulturimperialismus nicht, indem sie die neue Kultur ablehnte oder revolutionär und zielgerichtet als solche veränderte. Sie veränderte diese Kultur, indem sie sie ihren eigenen Zwecken listenreich und leise anpasste. Man kann das an die Kreolsprachen sehen. Certeau nennt das Antidisziplin, den produktiven, kreativen und subversiven Umgang mit Konsumprodukten, die uns mit lautem Spektakel zur Passivität verdammen sollen, zum bloßen Nachplappern und vor allem dazu, alles mitzumachen. Diese leise und trickreiche Aneignung ist ein Wildern, so sagt Certeau. Jedes Mal, wenn wir vom Alltag zu Wissenschaft und Nachrichtenkritik nach oben ins Dachstübchen laufen und von dort wieder zurück ins Leben, dann müssen wir ja sowieso diese Zwischenebene der medialen Realitätssimulationen queren. Wir leben ja doch alle im selben Haus, nicht wahr, liebe Polizisten? Wir kommen an den smarten Dashboards und den Herzschmerzgeschichten, an den großen Experten und Weltenrettern nicht vorbei. In der Figur des dummen und bösen Verschwörungstheoretikers, die dort ja täglich ihr Bett neu aufgeschüttelt bekommt, werden wir uns selbst immer wieder begegnen müssen. Das ist eine gute Gelegenheit, um zu wildern. Wir nehmen uns diese böse Figur, die Bilder von Bergamo und die Zahlen der Meldeinzidenzen, Wörter wie Solidarität und Verschwörungstheoretiker und so. Wir nehmen uns auch die Einschüchterungsversuche und die Maßregelungen, wir sollen Kabel abkleben und so. Und wir machen etwas anderes daraus. Die politische Kunst besteht in der Findigkeit der Schwachen, Nutzen aus den Starken zu ziehen. Das möchte ich euch heute gerne mitgeben. Außerdem hoffe ich auf die Jugend. Man kann gegen sie sagen, was man will. Wir dürfen ja nicht vergessen, dass wir die Jugendlichen schon viele Jahre vor die Bildschirme von Smartphone, Tablet und Spielekonsole ins Zwischengeschoss ausgelagert haben. Doch die Kreativität und das Spielerische wird man den Jugendlichen nicht austreiben können. Deshalb ist es weiter wichtig, dass wir da sind, dass wir in die Öffentlichkeit gehen, dass wir sichtbar sind. Denn die Jugendlichen werden sich noch lange an das erinnern, was sie hier sehen. Deshalb danke ich euch für das bunte, kreative Bild, das wir hier alle zusammen abgeben. Zuerst bedanke ich mich nochmal bei den Randgängern der Demokratie außerhalb des Hühnerstalls und ansonsten innerhalb und außerhalb und überall bei allen Familien, Querdenkern, Selbstständigen, Verschwörungstheoretikern, Hippies, Impfgegnern und vor allem bei den Rentnerinnen, die ihr dahin gegangen seid heute, wo es richtig schmutzig ist. Vielen Dank. Das war Dr. Katja Leihausen auf der Demo der offenen Gesellschaft Kurpfalz. Alle Redebeiträge werdet ihr in Videoform, eventuell diesen Beitrag auch in Textform, auf der Webseite finden: www.offges.de, offenegesellschaftkurpfalz.de. Dann kommt jetzt ein Lied und danach geht's weiter mit dem nächsten Redebeitrag.
Menschheit ist noch nicht verloren, denn im Geiste wird man jeden Tag aufs Neue geboren. Auch die Herzlichkeit ist nicht verloren, es werden jeden Tag Seelen mit einem reinen Herzen geboren. Wiesbaden ist noch nicht verloren, jeden Tag fühlt sich einer für den Widerstand außer Korn. Man hat sich gegen uns verschworen, doch den Schutz der Kinder, den haben wir uns geschworen. Der Morgen ist noch nicht verschlafen, kurz vor 12 fährt das Schiff aus dem Hafen. Trenn dich von den anderen Schafen, sie haben ein Schlachtschiff bestiegen, doch das wird ihnen keiner sagen. Der Morgen ist noch nicht verschlafen, kurz nach 12 fährt das Schiff aus dem Hafen. Trenn dich von den anderen Schafen, sie haben ein Schlachtschiff bestiegen, doch das wollen sie nicht mehr haben. Ich mach die Augen auf und seh, dass hier etwas verloren geht. Und das darf nicht passieren, wir müssen nicht täglich aufs Neue unser Gesicht verlieren. Und ich bin nicht schlecht gelaunt, nein, ich bin eher gut gelaunt. Denn die ganzen Pausen klaus, sie werden weggehauen. Oh yeah, die Menschheit ist noch nicht verloren, denn im Geiste wird man jeden Tag aufs Neue geboren. Auch die Hoffnung ist noch nicht verloren, es werden jeden Tag Seelen mit einem reinen Herzen geboren. Deutschland ist noch nicht verloren, es werden jeden Tag Deutsche mit einer reinen Weste geboren. Verschuldet über beide Ohren, aber immer noch besser als die Hoffnung verloren. Wiesbaden ist noch nicht verloren, jeden Tag fühlt sich einer für den Widerstand außer Korn. Man hat sich gegen uns verschworen, doch den Schutz der Kinder, den haben wir uns geschworen. Hey, es macht mich glücklich, sie zu sehen, diese süßen kleinen Babys, doch können sie kaum stehen, kriegen kein Wort aus, verstehen kein Wort, um ein paar Tage später dir auf der Höhe in die Augen zu sehen. Ich weiß genau, wofür ich kämpfe, eure Gifte, eure Waffen verursachen nur Magenkrämpfe. Ich weiß, ihr kämpft auch von eurem Posten, eure Brücken, eure Panzer, eure Herzen, sie rosten. Schaut zur Sonne im Osten, wollt ihr nicht von ihrem süßen Honig kosten. Ihr kämpft auf verlorenem Posten, eure Brücken, eure Panzer, eure Herzen, sie rosten. Ich weiß genau, wofür ich kämpfe, eure Gifte, eure Waffen verursachen nur Magenkrämpfe. Ihr kämpft auf verlorenem Posten, eure Brücken, eure Panzer, eure Herzen, sie rosten. Die Menschheit ist noch nicht verloren, denn im Geiste wird man jeden Tag aufs Neue geboren. Auch die Herzlichkeit ist nicht verloren, es werden jeden Tag Seelen mit einem reinen Herzen geboren. Deutschland ist noch nicht verloren, es werden jeden Tag Deutsche mit einer reinen Weste geboren. Verschuldet über beide Ohren, aber immer noch besser als die Hoffnung verloren. Mannheim ist noch nicht verloren, jeden Tag fühlt sich einer für den Widerstand außer Korn. Man hat sich gegen uns verschworen, doch den Schutz der Kinder, den haben wir uns geschworen. Ja, den Schutz der Kinder, den haben wir uns geschworen. Ja, den Schutz der Kinder, den haben wir uns geschworen. Ja, den Schutz der Kinder, den haben wir uns geschworen. Ja, die Menschheit ist noch lange nicht verloren. War mal eine neue Version, ich habe die Pedale verwechselt, 1 und 2. Ich habe halt aus Versehen den Bass manchmal weggemacht, wo er gar nicht weg sein sollte. In Spiritus Sanctus. Kein Ende der Maskerade.